Schau Phineas und Ferb im Disney Channel. Haben Sie keine Angst, Miss Grady. Danke, Doktor, aber bitte nennen Sie mich Amanda. Sehr gern, Amanda. Bin dabei. Was habe ich verpasst? Die Aliens ersetzen alle menschlichen Köpfe durch ihre eigenen formwandelnden, vielaugigen Köpfe, die dann die Form des menschlichen Wirtes annehmen. Abgefahren. Und dann? Sobald sie mehr als die Hälfte aller Menschen ersetzt haben, können sie die Erde für ihre eigenen schändlichen Zwecke missbrauchen. Unglaublich. Und weiter? Unfassbar. Kann man sie denn gar nicht aufhalten? Nur, wenn du sie in ihrer menschlichen Form erwischst, denn dann sind sie am schwächsten. Woher weiß man, dass es ein Alien ist? Es gibt drei Anzeichen, woran man ein Alien erkennen kann. Erstens, sie drücken sich merkwürdig aus. Die menschliche Aussprache fällt ihnen nämlich schwer. Geben Sie mir den Schnutzelbert, bitte. Meinen Sie diesen Hammer? Oh ja, Hammer. Schnutzelbert, sagen wir zu Hammer in Ohio. Da komme ich nämlich her. Was noch? Ihr Körper ist unproportional. Jetzt brauche ich den Stürzbadu. Den was? Vergessen Sie es, ich hole ihn selbst. Aber am offensichtlichsten ist, dass Sie einen menschlichen Kopf abtrennen und durch Ihren formwandelnden Vielaugigen ersetzen können. Nun ja, das ist wirklich verräterisch. In etwa so. Doktor, was haben Sie? Geht es Ihnen gut? Ja, Amanda, mir geht es gut. Uns geht es allen gut. Und bald geht es auch Ihnen gut. Nein! Tut mir leid, Amanda. Wir haben lang genug gewartet. Nein! Das ist unmöglich. Was geht hier vor? Nein! Ich habe Sie gewarnt. Doktor, Sie haben Ihren Körper zurück. Sie sind wieder ein Mensch. Ja, und wenn Dr. Zachary aus den dunklen Wäldern zurückkehrt, in die er allein mit seiner nicht aufgeladenen Taschenlampe gerannt ist, sind Sie das auch wieder, Amanda. Nein, nein! Aber es war genau hier. Oh, wie konnte ich nur denken, man würde mir glauben. Ich war ein Narr! Ein Narr! Oh, wow, Jungs, das war großartig. Jungs, Jungs, wie bitte? Es ist schon hell draußen? Ich muss die beiden finden und ihnen sagen, wie es ausging. Jungs, Jungs, Jungs! Entschuldige, Mom, hast du meine Brüder gesehen? Ich glaube, sie sind oben. Kannst du die Wäsche mit hochnehmen? Ich bin ziemlich spät dran. Klar, Mom. Danke, Liebes. Bis später. Oh, wie niedlich. Ferbs Oberkörper ist so winzig. Da seid ihr weißt ja. Du, Ferb, gesagt, dieser Film war echt das der... Das willst du so gar nicht. Und dann hat er gesagt, doch, ups, das will ich. Entschuldige, ich bring das weißt du? In dein Zimmer. Oh, ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Ich auch. Richte Onkel Angus und Tante Morley begrüße aus. Wird gemacht. Schottische Grüße. Bis dann. Hey, Phineas. Du hast alles verpasst. Am Schluss bekommen alle wieder ihre Köpfe zurück und Normalität kehrt ein. Mehr oder weniger. Das ganze Labor verschwindet nämlich und ich fand's toll. Ich sehe die Welt jetzt mit völlig anderen Augen. Schön, dass es dir gefallen hat. Fast hätte ich die beste Stelle vergessen. Hey, Jungs, Jungs. Das glaubt ihr nie. Am Ende, da haben sie... Ferb? Ferb ist ein Alien! Wow, 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 ganz ruhig. Ich bin sicher, es gibt einen Grund, wieso Ferb seinen Kopf abnehmen kann. Ich meine, das war ja auch nur eines der drei Alien-Anzeichen. Oh nein. Ich hab doch gesagt, das willst du doch sogar. Drücken sich merkwürdig aus. Oh, wie niedlich. Ferbs Oberkörper ist so winzig. Unproportionaler Körper.